Rockstar oder Rockstar Air? Ist gar keine so einfache Frage, wie es vielleicht im ersten Moment scheint. Denn natürlich ist der Rockstar Air kleiner und günstiger. Aber es gibt schon noch mehr Unterschiede bzw. auch nicht so eindeutige Vor- oder Nachteile. Hallo, hier ist Fitos von HiFi.de und in diesem Video stellen wir den Rockstar Air und den großen Rockstar mal gegenüber. Rockstar Pro gibt's leider nicht, sonst wäre der natürlich auch in diesem Video. Und nein, ich habe nicht mit den Wortwitzen angefangen, sondern bei Teufel sieht man quasi an jeder Stelle auf der Website dieselben Witze. Und da diese beiden Teufel-Lautsprecher sich ja schon in vielen Belangen ähnlich sind, werde ich nicht erst den einen und dann den anderen vorstellen, sondern beide immer direkt im Detail vergleichen. Wenn ihr also zum Beispiel direkt zu einem bestimmten Aspekt springen wollt, dann nutzt am besten die Timecodes unten in der Beschreibung. Dort findet ihr auch die Links zu den weiterführenden Artikeln, den Testberichten und Videos sowie zu den aktuellen Angeboten. Und wenn ihr schon unterhalb des Videos seid, dann abonniert gerne noch unseren YouTube-Kanal, macht auch die Glocke an und gebt uns einen Daumen nach oben. Unserem Kanal hilft das wirklich weiter, deshalb jetzt schon vielen Dank dafür. Grundsätzlich haben die beiden Lautsprecher das gleiche Design und sie bestehen auch weitestgehend aus den gleichen Materialien. MDF-Platten, Kunststoff und das Gitter aus Stahl mit dem großen roten Teufel-Logo. So erinnern beide stark an Lautsprecher auf Bühnen oder im Club, also PA-Equipment. Der erste Unterschied, der auffällt, ist natürlich die Größe. Der Rockstar ist nämlich knapp doppelt so groß in jeder Dimension wie die kleinere Air. Sie hat zum Glück auch Rollen unten dran, denn sie ist auch mehr als doppelt so schwer. Diese Rollen sind auch echt stabil und keine Angst, zwei davon können auch festgestellt werden, sollte der Boden etwas abschüssig sein. Rollen gibt es bei der kleineren Box nicht, dafür aber einen Tragegurt. Da die Rockstar Air aber immer noch 15 Kilogramm wiegt, könnte der Gurt für längere Strecken etwas komfortabler sein. Im Vergleich sind das aber dann auch Strecken, wo man den großen Rockstar in ein Auto geladen hat. Wenn man dann irgendwo ist, wo eben keine Steckdose vorhanden ist, dann ist das erstmal bei beiden Größen kein Problem, dank der verbauten Akkus. Der Akku der Rockstar Air hält bei mittlerer Lautstärke ganze 30 Stunden und selbst bei maximaler Lautstärke sind es noch ungefähr 6 Stunden. Das sollte also für die meisten Events ausreichen. Der große Rockstar schafft 8 Stunden bei mittlerer Lautstärke. Voll aufgedreht sind es aber immer noch knapp 6 Stunden. Und man kann auch die große Rockstar mit einer Autobatterie betreiben, falls der Akku leer und keine Steckdose in der Nähe ist. Außerdem gibt es auch Ersatzakkus, die man mit ein bisschen Geschick binnen 5 Minuten gewechselt hat. In der Bedienung sieht man auch schon direkt, wofür die Boxen eventuell gedacht sind. Beide kommen ohne eine App, aber bei der Air ist immerhin eine Fernbedienung mit rudimentären Funktionen mit dabei. Mit den Drehreglern unter der Klappe kannst du dann die Lautstärke sämtlicher Quellen einzeln anpassen. Das kann praktisch sein, wenn deine Stimme beim Karaoke-Singen die Musik übertönen soll. Der große mittig platzierte Knopf regelt den Masterpegel, die zwei kleineren neben ihm die Höhen und Tiefen. So kannst du den Klang auch relativ einfach an deine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Unter der Haube des großen Rockstar findet man ein integriertes Zweikanal-DJ-Mischpult mit Dreiband-Klangregelung, Crossfader, Vorhörfunktion und Quellenauswahl für jeden Kanal. Offensichtlich ist das natürlich ein anderer Ansatz. Und bei den Anschlüssen merkt man auch, dass der rollbare Rockstar für größere Events und der kleinere Air eher für Haus- oder Gartenpartys gedacht ist. Die Klappen schützen die Bedienelemente auf der Oberseite, aber offiziell haben beide keine Schutzklasse. Und deswegen sollte man sie also nicht einfach so der Witterung aussetzen. Denn leider sind ja die Anschlüsse auf der Rückseite ungeschützt. Und ja, in diesen Anschlüssen setzen sich auch die Philosophien aus der Bedienung fort. Es gibt nämlich auch die XLR-Anschlüsse, um zwei Rockstar zu einem Stereopaar zu verbinden. Und nach dem Master-Slave-Prinzip können sogar noch mehr Rockstars gekoppelt werden. In den Schaltbeispielen in der Anleitung sieht man sogar auch, dass man die beiden Größen
auch miteinander kombinieren kann. Aber jetzt kommen wir endlich zur Power. Beide klingen erstmal ähnlich, was echt gut ist. Und beide verstecken ein leistungsstarkes Hochtonhorn sowie einen großen Tieftöner hinter dem Stahlgitter. Bei der Rockstar Air ist es aber nur ein 25 cm Tieftöner und bei der großen Rockstar ist es ein riesiger 38 cm Tieftöner. Insgesamt kommen die Bluetooth-Boxen, was sie ja auch irgendwo sind, auf 72 bzw. ganze 450 Watt RMS. Das erzeugt bei beiden einen wirklich beeindruckenden Sound. Stimmen klingen auch in großen Menschenmengen noch klar und gleichzeitig haben sie einen immensen Bass. Aber da, wo bei der Air mit 112 Dezibel die Grenze erreicht ist, da fängt der große Rockstar erst richtig an, Spaß zu machen. Und er wird mit über 120 Dezibel nochmal doppelt so laut wie die Air. Naja, also viele der Punkte sind ja schon irgendwo offensichtlich. Die Rockstar ist größer, lauter, schwerer und somit auch grundsätzlich besser als die Rockstar Air. Andererseits ist die gedachte Anwendung auch etwas anders. Man könnte auch sagen, die Rockstar Air ist eine echt krasse Bluetooth-Box für zu Hause, wenn man eben ein bisschen übertreiben will. Oder wenn man sie auch gleichzeitig noch ab und an für Grillpartys oder eben zur Party im Park mitnehmen will. Der große Rockstar hat da auf der anderen Seite ganz klar Profi-Ambitionen. Er hat ja auch gar nicht mehr die Größe, die man einfach mal so die Treppe hoch oder runter trägt. Dafür ist aber alles, von den Anschlüssen über die Bedienung bis zum Sound für die Beschallung von größeren Events gedacht. Ja, und irgendwie war da ja auch noch der Preis. Und da könnte man auch anders rangehen und sagen, dass ein Rockstar fast genauso viel kostet wie ein Stereopaar Rockstar Air. Wenn es jetzt aber nicht genau um die Stereo-Option für unter 1000 Euro geht, würde ich es weiterhin von der Anwendung abhängig machen. Es bleibt bei gerade noch gut zu Fuß transportfähig gegen Massenbeschallung. Ich hoffe, wir konnten die Vor- und Nachteile der beiden Teufel-Partyboxen in diesem Video klar gegenüberstellen. Die ausführlichen Tests findet ihr natürlich auf hifi.de. Wir haben sie genauso wie die aktuellen Angebote auch natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ja, mal angenommen, du bist oder wärest auf der Suche nach Partyboxen mit einem Budget für ca. 1000 Euro. Würdest du dann lieber eine Teufel Rockstar oder zwei Rockstar Air nehmen? Oder gar keine von Teufel? Sag uns deine Meinung unten in den Kommentaren. Und sag uns gerne auch, welche Form von Vergleich du besser fandest. Nach Rubriken wie in diesem Video oder die Produkte nacheinander wie im Vergleich von Rockstar und Soundbox. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, dann findet ihr es jetzt hier in der Endkarte. Ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback und sag bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.